Hallo zusammen, hallo meine Lieben, vielleicht erinnert ihr euch, wann war das? Im April, als ich die Idee hatte, euch ab und zu ein paar Geschichten vorzulesen, um euch, aber auch mir selbst durch diese schwierige Zeit zu helfen, diese Herausforderungen, die da plötzlich auf uns zukamen. Fast forward, 5, 6 Monate später, ich finde es immer noch schwierig. Ich finde es immer noch schwierig und ich finde, Geschichten helfen immer noch. Und ich werde jetzt einfach in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen aus verschiedenen Büchern Textausschnitte vorlesen, die irgendwie mit Durchhaltevermögen, mit Krisen, mit Aushalten, mit Überleben zu tun haben. Stellt sich heraus, das ist ein ziemlich großes Thema in meinen Büchern, nicht nur im letzten. Heute aus der Geschichte meiner Midlife Crisis. Die gute Nachricht ist, sie ist überwunden. Aber das ist eine Stelle, die ich eigentlich, an die ich mich wie immer wieder selbst auch erinnern muss. Manchmal muss man einfach nachgeben. Man kann nicht immer tapfer sein, man kann nicht immer stark sein. Manchmal muss man schwach sein oder krank oder beides. Als ich aufwache, bin ich nicht mehr ich selbst. Eine Monstermigräne hat mich erfasst, etwas, das mir erst 3 oder 4 Mal im Leben passiert ist. Ich schaffe es kaum, aufzustehen und mich anzuziehen, geschweige denn an einem Workshop teilzunehmen. Schutzengel Doris muss mich abholen und ganz, ganz langsam in die Stadt zurückfahren. Zu Hause krieche ich auf allen Vieren zu meinem Bett, wo ich die nächsten 48 Stunden im Dunkeln liege und nur noch sterben will. Aber ich sterbe nicht. Die Stunden vergehen. Ich weiß nicht, ob es Tag ist oder Nacht. Das Zimmer ist dunkel. Ich liege zusammengekrümmt auf der Seite. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht denken. Selbst das Atmen tut weh. Ich wimmere vor mich hin. Wann hört das auf? Wann wird es besser? Die Mutlosigkeit setzt sich auf meine Brust, als hätte ich nie gegen sie aufbegehrt. Gib auf, gib auf, gib auf. Eine von 4 Wochen ist schon vergangen und was hast du erreicht? Nichts. Was ist mit deinen schönen Plänen? Nichts. Du bist weiter vom Glück entfernt denn je, kommentiert die Mutlosigkeit ungerührt. Ich zapple, ich weine, ich wehre mich, versuche vergebens, mich unter ihrem Gewicht hervorzuwinden. Ich bin kein Fuchs, wimmere ich. Ich will kein Fuchs sein. Diese Geschichte von dem Fuchs, der kein Fuchs sein will, hat mir meine Zen-Lehrerin einmal erzählt. Seit 500 Jahren komme ich jedes Mal wieder als Fuchs auf die Welt, beschwerte sich der Fuchs. Wann kann ich bitte wieder ein Mensch sein? Wie lange dauert das noch? Denn der Fuchs erinnerte sich immer noch an ein anderes Leben, an ein Leben als Mensch. Bevor du ein Mensch sein kannst, musst du erstmal wirklich ein Fuchs sein, bekam er zur Antwort. Nachdem ich die Geschichte zum ersten Mal gehört hatte, habe ich mich furchtbar darüber geärgert. Ja, schon gut, dachte ich. Ich weiß schon, was du mir damit sagen willst, was ich daraus lernen soll. Vielen Dank auch, aber ich will nun mal kein Fuchs sein. Seit meiner Trennung wollte ich nur eins über die Trennung hinweg sein. Und zwar so schnell wie möglich. Jede Träne, die ich vergieße, empfinde ich als Schmach. Ich will verdammt nochmal glücklich sein. Ich will gesund sein. Ich will sein wie neu. Man wird schließlich auch nicht jünger. Ich habe nicht ewig Zeit, um zu leiden. Habe ich nicht vor der Trennung schon genug gelitten, bis ich mich endlich losreißen konnte? Reicht das nicht? Und was bitte soll das jetzt mit diesen körperlichen Beschwerden? Mit 50 sollte ich fit sein wie noch nie und schöner denn je. Das bestimmt schließlich der Zeitgeist. Stattdessen fühle ich jedes Jahr doppelt. Ich hadere mit meiner Trauer, ich hasse meine Erschöpfung, ich bekämpfe sie mit allem, was ich habe, und das ist eben nicht mehr so viel und wird immer weniger. Seit 500 Jahren fühle ich mich schon so, jammere ich im Dunkeln vor mich hin. Ich bete wie ein kleines Kind. Bitte mach, dass das aufhört. Bitte, bitte mach, dass das aufhört. Irgendwann in diesen 48 Stunden, in denen ich im Dunkeln vor mich hindämmere, akzeptiere ich die Möglichkeit,
dass es so bleibt, dass ich immer traurig sein werde, immer müde, wenn nur der Schmerz nachlässt und die Übelkeit. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann schmilzt auch der Schnee. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich nehme mir nichts mehr vor. Ich verwerfe all meine Pläne. Ich melde mich beim Yoga ab. Ich bleibe zu Hause. Bewege mich vom Bett zum Sofa und vom Sofa zur Fensterbank. Ich brauche ewig lange, um den Kamin einzuheizen und empfinde tiefste Befriedigung, wenn der Rauch schön aufsteigt und die Flammen die Holzscheite entlang zümmeln. An manchen Tagen gehe ich nur für eine Stunde hinaus in die klirrend kalte, märchenhaft schöne Landschaft. Ich gehe die 100 Meter bis zum Teehaus, ich esse ein Sandwich, ich trinke einen Kaffee. Ich spaziere zur Plaza, besuche eins der vier Museen, die dort dicht an dicht stehen. Nur eins, nur eine Stunde lang. Das reicht schon. Ich gehe wieder nach Hause und lege mich hin. Vielleicht bleibt das jetzt so, denke ich. Vielleicht bin ich jetzt eine alte Frau, die nicht mehr viel unternehmen kann. Macht auch nichts, denke ich, solange ich keine Kopfschmerzen habe. Ich muss ja nichts. Das wird mir erst langsam klar und nur für kurze Momente immer wieder vergesse ich, dass ich die Lösung ja bereits gefunden habe. Ich mache einfach gar nichts, jammere ich. Und dann fällt mir ein, naja, außer ein Buch schreiben, wöchentliche Kolumnen abliefern, Radiogeschichten, den Blog, Anfragen beantworten, die Steuererklärung, ja, schon gut. Ich kann jetzt schon wieder ganz gut über mich lachen. Vor 20 Jahren wurde ich als Mutter der Schlampenbewegung gefeiert. Immer wieder rufe ich dazu auf, fünf gerade sein zu lassen. Aber für mich selbst gilt das offenbar nicht. Was immer ich tue, es ist nie genug, nie gut genug. Sogar für die Erholung stelle ich ein straffes Programm auf, setze mir klare Ziele und schimpfe mit mir, wenn ich sie nicht planmäßig erreiche. Du würdest niemanden so schlecht behandeln wie dich selbst. Das habe ich so oft gehört, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wer es zuerst gesagt hat. Schon gut, sage ich. Ich weiß, ich bin ein Fuchs. Das ist 7 Jahre her und wie ihr alle wisst, bin ich wieder ein Mensch geworden. Dass ich heute so glücklich bin und so sehr mein Leben lebe, hat damit zu tun, mit diesen 48 Stunden. Und auch mit diesem Traum, den ich jetzt auch noch vorlese. Ich habe manchmal ganz tolle Träume, selten, aber wenn ich mich erinnern kann, dann sind sie wirklich gut, so wie dieser. Wir sind alle Yetis, ein Traum. Ich bin allein. Ich bin allein auf der Welt und die Welt ist kalt und weiß verschneit. Der Boden ist hart. Ich trage Fellschuhe, einen Fellmantel. Ich bin selbst mit Schnee bedeckt. Nevada, die Schneebedeckte. Erst stehe ich still. Atme die kalte Luft ein, die meine Lungen schmerzen lässt. Ich schaue mich um, meine Augen tränen von der kalten Luft und von der Gewissheit, da ist niemand, da ist nichts. Plötzlich tut sich eine Spur vor meinen Füßen auf, eine einsame Fissur in dem endlosen Weiß. Ich folge ihr und jetzt knirscht der Schnee unter meinen fellbespannten Füßen. Je weiter ich gehe, desto deutlicher wird die Spur. Immer mehr Fußabdrücke legen sich übereinander. Ich gehe einen Weg, den schon viele vor mir gegangen sind. Und doch bin ich allein, ganz allein. Die Erde krümmt sich. Ich sehe bis an ihr Ende. Ich weiß, dass nach dem Ende etwas anderes kommt, etwas Neues. Ich schaue nach rechts und ahne das Meer. Ich könnte ans Meer gehen, denke ich. Ich stelle mir das weite Blau vor, den endlosen Strand, da wäre ich genauso allein, aber es wäre warm. Ich gehe nach links weiter und da, hinter einer Biegung, hinter der Krümmung der Erdkugel, tut sich plötzlich eine ganz andere Landschaft auf. Ich sehe sie wie eine Spiegelung. Eine grüne Sommerwiese, kniehohes Gras. Bunte Wiesenblumen, ein alter Baum mit ausladenden Ästen. Unter diesem Baum steht ein langer Holztisch. Zwanglos gedeckt, die Teller passen nicht zueinander, die Gläser sind dickwandig.
große Schüsseln voll dampfender Pasta und grünem Salat, Rotweinflaschen ohne Etikett. Es ist eins dieser Mittagessen, die sich stundenlang in den Nachmittag hineinziehen. Kinder rennen barfuß um den Tisch, die Gäste haben die Stühle weggerückt, lehnen sich zurück, einige sind aufgestanden, haben mit anderen den Platz getauscht. Sie reden miteinander, lachen, küssen sich. Einige tanzen weiter draußen auf der Wiese. Sehnsüchtig starre ich auf diese Szene. Wie gerne würde ich das Glas durchbrechen, mich mit an den Tisch setzen, dazugehören. Aber ich bin ein Yeti aus dem Eis, ein fellbedecktes Wesen. Und die Gäste an dem Tisch sind schöne, unversehrte Wesen, schlank und braun gebrannt, sie tragen alle weiße Kleider. Und dann ist es, als hätte mein sehnsüchtiger Blick die Glasscheibe weggebrannt, geschmolzen, aufgelöst. Ich schleiche mich an, in einem großen Bogen, immer wieder vorsichtig zu der Gesellschaft hinüberschielend. Halb fürchte ich, sie würden mich entdecken, halb hoffe ich es. Aber ich bin unsichtbar. So groß und haarig und schneebedeckt ich bin, sie sehen mich nicht. Ich werde traurig. Ich wusste es ja. Es gibt keinen Platz für mich an diesem Tisch. Schon will ich umdrehen, mich zurückziehen. Im Gehen werfe ich einen letzten sehnsüchtigen Blick zum Tisch hinüber. Die Leute reden, lachen, essen, sie sehen mich nicht, ich existiere nicht. Ich wende mich ab. Da sehe ich plötzlich einen altmodischen Garderobenständer aus Holz. Und was hängt da? Lauter Yeti-Pelze, schneebedeckte Felle, Mütze, Überschuhe, genau wie meine. Ich schaue wieder über die Schulter zurück an den Tisch und da sehe ich es erst. Jeder von ihnen hat irgendwo noch ein bisschen Fell. An der Hand, am Fuß, in Form eines Handschuhs, einer Gamasche. Wir sind alle Yetis, denke ich, ein bisschen verwundert. Ich nehme mein Fell ab, hänge es an die Garderobe, darunter trage ich ein dünnes, weißes Nachthemd. Meine Beine sind weiß, ich behalte einen Handschuh an, ich will mich nicht verstecken. Ich will mich nicht verleugnen. Ich atme tief ein, ich recke das Kinn, trete mit hoch erhobenem Kopf an den Tisch. Immer noch scheint niemand meine Anwesenheit zu bemerken. Doch da ist ein Stuhl frei geworden, zwischen zwei Frauen, gegenüber sitzt ein Mann, ich setze mich auf den Stuhl. Alle sprechen miteinander, von mir abgewandt, ich kann nicht hören, was sie sagen, worüber sie sprechen, kann mich nicht ins Gespräch einmischen. Auch der Mann gegenüber schaut mich nicht an. Aber da ist ein Kellner mit einem Tablett voller Gläser. Ich winke ihn heran, er stellt ein Glas Rotwein vor mich hin. Ich lege meine linke Hand auf den Tisch, meine Bärentatze. Ich wache auf. Wir sind alle Yetis. Es tröstet mich, euch vielleicht auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.